Ja, ach so, ich wollte dir noch sagen, alle, da ist ein bisschen Pferdescheißhaufen. Richtig schön rein. Eieieiei. Ich hab einen, wolltest du jetzt abspritzen? Oh, Ralle, ey. Ja, moinsen. Ja, ihr seht, ich bin schon unterwegs. Ich treffe mich gleich mit dem Ralle, seit langem mal wieder. Wir haben uns schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Wir schreiben jeden Tag, wie so ein altes Liebespaar. Aber gesehen haben wir uns aufgrund der Fernbeziehung schon Ewigkeiten nicht mehr. Ich glaube, der Curtis kommt auch noch. Von daher freue ich mich da auch. Und den mal kennenzulernen. Es ist ein bisschen dunkel hier im Pott. Könnte mal einer das Licht anmachen. So, bis später. Hier ist immer ein Matschloch. Ui, Längswurzel. Eigentlich kenne ich das ja. Was, wann ist das denn? Das ist neu. Ich mag das, also direkt einsteigen in diesen Trail. Überhaupt nicht warm sein und dann sollst du locker auf dem Bein sein. Ich finde den immer schon zum Anfang ganz schön, da bist du noch nicht locker auf dem Bein. Oh, jetzt habe ich die Scheibe verloren. Scheiße. Ich habe die Scheibe aus der Brille verloren. Ja, fahr mal weiter, ich weiß so lang. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Aber nun gut.
Naja, ich habe keine Brille auf. Ist rausgefallen, das Glas einfach. Bums weg war's. Hast du eingesteckt? Ja, klar. Rein. Ja, wenn ich sie da verliere. Schmeiß die Brille direkt weg. Naja, 15 Euro. Ja, ich weiß. Mehr brauchst du nicht. Dann schick mir doch mal den Link. Ja, ist bei mir unter jedem Video drunter, Freunde. Unter meinem Video immer hier. Wer guckt denn deine Videos? Hol mir mal ein Abo. Teure Oakley. Ja, ich hol mir ein Abo. Wie viel? 100 Euro? Ich hol mir ein Abo. Hast du gesagt, dass ich in Chicken Line gefahren bin? Ich hab gesagt, was ist los? Lameball. Ja, Mann! Material aufsammeln. Verlierst du die eine Brille auf dem Trail? Also. Ja. Scheiß Dreck im Auge. Das ist jetzt genau das. Ohne Brille. Kacke. Hopp. Ah. Alles gut. Außer. Bin noch zu lahm. Was? Das war doch nicht die Chicken Line. Ach, jetzt hör auf, Ralle. Scheiße, ich hab oben einen fetten Stein gegen die Felge gekriegt. Ordentlich geknallt, ja. Oh ja, guck mal hier, ganz viel Milch rausgeblitzt. Hey, hey, hey. Da ist aber hochgetrieben. Guck mal auf den Reifen, ist da noch was drauf? Ah, ein bisschen. Was hast du drauf gehabt? Ein. Ein Bar? Ja. Das ist aber gerade sehr hart für gedrückt. Okay, ja. Ich fahr mal gerade ein bisschen, dreht sich noch ein bisschen. Matsche, 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 Matsche. Achtung! Jawohl, oh, der ist mir. Die waren mir ja immer zu hoch. Ja. Aber der erste, der ging. Zweiten gehen auch noch. Manchmal bin ich ein bisschen schnell. Ja, ja. Wird sich zeigen. Ja, ja, ohne Füße. Man sieht diese Engstelle da, ne? Ja. Immer enger, habe ich den Eindruck. Ja. Immer tiefer aus. Genau da habe ich eigentlich die höchste Geschwindigkeit. Oh ja, hier wird man durchgeschüttelt.
Oh, Äste ohne Brille. Nicht gut. Äste ohne Brille. Gar nicht gut. Ja, das ist nicht mein Lieblingstrail, aber es nützt nichts. Es nützt nichts. Da müssen wir runter. Es nützt nichts. Oh, Scheiße. Nicht absteigen. Nein. Hast du das gesehen? Habe ich gerettet. Habe ich gerettet. Stand schon vor dem Baum. Hui. Einmal, erst einmal durchgefahren. Ja. Wir können auch den Fahrtweg, ihr meint, ich fahre hinterher. Ja, den ganz steilen, weiß ich nicht, den habe ich, bin ich ja, glaube ich, noch nicht. Dann fahre ich mal vor. Ich weiß erstmal noch gar nicht, wo lang. Durch den Anlieger. Ach, auch das noch. Ralle, ey. Ah, hier. So. Nee. 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 Den linken. Wow, wow, wow. Ah. Ja, das ist halt. Ich kann mit dem Druck nicht umgehen, Ralle. Da kannst du sehen, was ich wieder gemacht habe. Immer das Gleiche. Heute ist der Wurm drin. Nee, eigentlich den habe ich schon mal durchgefahren. Vor allen Dingen unten schiebe ich sowieso den Ausgang. Ey, warum werde ich denn so schnell? Nee, schiebe. Ich schieb die Schickenlein. Schön auf die Schnauze gelegt bei dem Stück. Nee, nee. Da drüber gefahren. Wie immer schiebe ich. Hä? Das ist nämlich nicht so einfach, Schickenlein. Alle muss immer neue Linien oder andere Linien fahren. Ich muss mehr biken. Das steht mal fest, weil sonst wird das nichts mit dem ganzen Gefick hier. Gerappel, Geschick. Oh. Oh. Ach Scheiße. Ein Chicken Day heute. Ja, aber was ist denn da schwieriger dran? Ja, weiß ich auch nicht. Ralle, sorry mein Freund. Sorry, wir sehen uns beim nächsten ciao, Mal. Ciao, alles gut. Dann mit neuer Kette. Mhm. Und ich berichte auf jeden Fall, ne? Wir schreiben. Ich bringe mich immer auch ein bisschen um mit Ralle. Ciao. Ciao.
Okay. Si. Ist er ready? Ja, si. Geht er los? Si, si. Okay. Die Rinne, wo wir vorhin gerade gehört, ist noch unter. Jetzt rechts! Okay. Was war da denn, ey? Weiter. Der ist mit dem Arsch gekickt. Oh, oh, fuck. Fuck. Was für ein Scheiß, ey. Aber der Kicker da oben, ja, oder was? Mit meinem Arsch. Du saßt da auf dem Bike. Und der ist hinten hochgekommen. Nee, du saßt auf deinem Bike. Ich saß. Ja klar. Ich hab mir gedacht, was macht der denn da? Okay. Du warst nur so ein Stück mit deinem Arsch über dem Sattel. Okay. Da geht das nicht. Dann hat er dir eingegeben. Der Ralle macht wieder schlimme Sachen mit mir. Glaube ich. Ja, das war nett. War schön, Ralle. Irgendwo halt auffällig. Ja, next week wieder. Ach nee, da seid ihr in Bad Wildbad. Aber danach. Genau. Und dann mit zwei Apfel wieder. Bis hier. Ja. Ja, sag das, dem Brummi. Alles verleihen, ja. Sag das dem Brummi. Der braucht ja nicht mal laden in Bad Wildbad. Der hat jetzt drei Akkus. Drei Akkus? Ja, seine zwei und meinen. So. Jo, da bin ich wieder. Ja, war eine coole Tour mit Ralle und Curtis. Curtis muss ich allerdings mal komplett neuen Antriebsstrang kaufen, weil da ging gar nichts mehr. Also die Kette ist über alle Ritzel immer drüber weggerutscht. Und der musste dann auch früher aufhören. Dann sind Ralle und ich noch ein bisschen weitergefahren. Das war ganz cool. Ich habe mich natürlich wieder dazu überreden lassen, vorne zu fahren. Für Ralles Content, für Ralles Kanal, Ralle 24. Und habe mich dann wieder hetzen lassen. Habe einen kleinen Aussetzer gehabt im Steilen, aber nichts passiert. Ihr seht ja, Nase, Auge, alles heile. Ja, vorne fahren ist nicht übrigens so mein Ding. Ich bin ja eher der Follower, wie schon der ein oder andere bemerkt hat. Aber auch der Follower kann Gas geben. Das haben wir dann auch noch, als der Curtis weg war. Und von daher war das schon eine coole Tour.